jetzt geht es bei uns darum, wie Menschen zu Marken werden, der Ronaldo-Effekt. Und bei dem Namen muss man tatsächlich gar nicht viel erzählen. 80% der Weltbevölkerung kennen Cristiano Ronaldo. Übrigens jeder 20. folgt ihm auf sozialen Kanälen. Also unglaublich, wie der Portugiese das gemacht hat. Und darüber möchte ich jetzt sprechen. Einmal mit Christian Falk, er ist Fußballchef der Bild-Gruppe, ist unter anderem verantwortlich für die Berichterstattung über den FC Bayern und Teamchef der Nationalmannschaftsreporter. Herzlich willkommen. Bitte einmal hier Platz nehmen. Hier, hier bitte, direkt. So, und dann geht's flauschig weiter mit Marc Kwosicke, Geschäftsführer der Beratungsagentur Projekt B. Seit 16 Jahren berät er Trainer, sein erster Klient, alle wissen es, ist Jürgen Klopp. Moin. Gerne hier. Und dann haben wir noch Marius Nistler. Er ist Co-Head von CAA Brand Consulting und er berät Marken in den Bereichen Sport, Entertainment. Guten Tag und mit dem Fokus auf Partnership. Herzlich willkommen. So, einer wäre noch dabei gewesen in der Runde, das ist Christoph Kramer, auf den müssen wir leider verzichten, denn ihm war kurzfristig entfallen, dass er heute trainieren muss, aber wir, wir werden das auch so gut über die Runde bringen. Herr Falk, vielleicht mal ganz salopp erstmal, kann ich aus jedem erfolgreichen Sportler eine erfolgreiche Marke machen? Also ich glaube, ich würde das erfolgreich auch noch streichen. Also ich glaube, du kannst aus jedem Sportler eine Marke machen. Also ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, der WM 2018, Rurik Gislason. Vielleicht kennt ihr ihn besser aus Let's Dance. Vita, Sandhausen, Nürnberg wird eingewechselt gegen Argentinien in der Vorrunde. Alle Frauen verlieben sich in ihn. Seitdem Social Media geht hoch. Er hat jetzt eine Modelkarriere gemacht, er hat einen Gin. Er ist bei Let's Dance, er ist ein TV-Star. Also ich glaube, man kann aus jedem Sportler eine Marke machen. Also es liegt mal wieder an den Frauen, das habe ich mitgenommen. Nee, das hört sich so ein bisschen an wie Prinzip Ursache und Wirkung. Also was ich vorne reinwerfe, ist ganz entscheidend für das, was hinten rauskommt oder welche Zutaten sind nötig. Ich glaube, da gibt es kein Rezept. Also Sportler sind in der Öffentlichkeit, sie müssen halt bereit sein, irgendwas von sich zu geben. Also ich habe vor kurzem jetzt wieder durchgesappt, da habe ich auf RTL im Sommerhaus plötzlich ein Stürmer von Augsburg gesehen, der zuletzt bei 60 war, die Wampe von Giesing, Sascha Mölders, der hat nie wirklich auffällige Interviews gegeben, war ein durchschnittlicher Spieler, war nur bekannt, dass er übergewichtig war und jetzt sitzt er da und macht es eigentlich sehr, sehr gut. Es liegt da, glaube ich, auch ein bisschen an der Frau, die ist auch sehr dominant. Managerfrauen haben schon eine große Geschichte in der Bundesliga. Also natürlich, wir reden heute über Ronaldo, der bringt alles mit, darüber werden wir ausführlich reden. So ist es. Aber ich glaube prinzipiell, wenn jemand bereit ist, ein bisschen was ja, hineinschauen zu lassen, diese Welt der Fußballer, glaube ich, interessiert ihn. Also wenn man was gibt, kommt auch was zurück. Was lässt sich denn besser vermarkten, Herr Nistler, Mensch oder Marke? Ja, ich glaube, die Marke geht nicht ohne den Menschen. Also die Marke muss auf dem Menschen basieren, die muss authentisch sein. Da brauchen wir Attribute und die kann man dann amplifizieren, verstärken, Geschichten erzählen. Aber deswegen würde ich sagen, der Mensch, der zur Marke geworden ist. Mhm. Ich würde gerne mal so ein paar Zahlen kurz unserem Publikum an die Hand geben. Also Ronaldo gilt als die größte Fußballmarke der Welt. 500 Millionen Follower insgesamt auf seinen sozialen Kanälen. Also das heißt, der hat so viele Follower wie Südamerika Einwohner. Und mehr als 50 Millionen US-Dollar nur mit Werbedeals, 70 Millionen Gehalt gibt es dann auch noch oben drauf, also das lässt sich schon ganz gut so lesen. Was macht jetzt Ronaldo aus Vermarktungssicht so besonders, Herr Kwosicke? Ich glaube, als erstes ist das Thema, dass er in seiner Kernkompetenz über Jahre großartige, außergewöhnliche Leistungen gebracht hat. Also ich glaube, wäre er nicht so ein erfolgreicher Sportler, in wichtigen Spielen immer getroffen, Titel gewonnen, dann könnte er noch so viel richtig machen, er hätte nicht diesen monetären Erfolg. Darüber hinaus, glaube ich, hat er eine ziemlich breite Zielgruppe, mhm, aufgrund seines Aussehens auch. Und natürlich ein super Management und es hat eine gewisse Relevanz für unglaublich viele Marken. Von daher finde ich, dass er natürlich eine Marke ist, weil er auch sein eigenes Markenlogo hat, auch Nike ihm ja eine Signature-Kollektion gewidmet hat,
das passiert ja nicht vielen. Und das passiert aber, und das, deswegen wiederhole ich mich da gern, nur Menschen, Sportlern, die außergewöhnliche Leistungen bringen. Also und die bringt er einfach über einen langen, langen Zeitraum. Also die Basis dessen ist dann eben doch der sportliche Erfolg. Herr Nissler, Ihre Agentur, für die Sie arbeiten, berät Ronaldo als Marke. Wie kommt es? Jetzt möchte jeder wahrscheinlich Ronaldo beraten. Sind Sie da an ihn rangegangen oder meldet sich da der Berater? Wie gewinne ich einen Ronaldo? Ja, das war tatsächlich vor meiner Zeit, aber ohne jetzt speziell auf den Fall einzugehen. Aber ich glaube, man braucht einfach so ein organisches Zusammentreffen, dass man irgendwie zusammenarbeitet auf einem Projekt mit einer Marke, in der Produktion, lernt sich kennen und sieht dann die Relevanz, da zusammen gemeinsame Sache zu machen. So war das dann auch in dem Fall und haben dann auch mit seinem portugiesischen Management uns da zusammengeschlossen. Das heißt, das haben wir gar nicht ersetzt, wollen wir auch gar nicht, das braucht es, sondern quasi ergänzt und uns dann auch klar aufgestellt, wer was macht, und es funktioniert gut. Mhm. Und deswegen machen wir das auch schon sehr lange. Ja, das kann man so sagen, dass das ganz gut funktioniert. Was unterscheidet denn jetzt ein Ronaldo von anderen Fußball? Gibt es viel, über die geschrieben wird, aber was ist die mediale Sicht? Was macht ihn so ganz besonders, Herr Falk? Ja, Marc hat ja schon richtig gesagt. Also er ist natürlich, wenn er nicht so Weltklasse wäre, wäre er nicht ganz so weit oben. Man kann es bis zum gewissen Grad auch ohne diese sportlichen Leistungen schaffen, aber er bringt alles mit. Also er schaut natürlich auch noch gut aus, aber sein Kernkompetenz ist dieser Ehrgeiz. Also ich muss sagen, ich war früher Team Messi. Es gibt ja immer diese Team Ronaldo, Team Messi. Ich fand immer Messi den außergewöhnlicheren Fußballer. Der hat es wirklich in die Wiege gelegt bekommen. Aber Ronaldo, sein Karriereweg, wie er sich das immer wieder erarbeitet hat und dieser Ehrgeiz und diese Geschichten, die er dazu liefert. Und wir sind Geschichtenerzähler, wir wollen solche Geschichten und solche Geschichten gehen wir weiter und die Leute wollen es lesen. Und dieser Ehrgeiz ist so einmalig im Weltfußball. Also es gibt ja viele Geschichten. Eine ist die mit Rio Ferdinand, der ihn beim Tischtennis schlägt. Mhm. Und er bei United dann so sauer war, dass er nach Hause ist, hat sich eine Tischtennisplatte gekauft, hat 2 Wochen trainiert, hat die ganze Mannschaft versammelt, dass sie bitte kommen soll zum der Revanche und hat ihn dann vernichtend geschlagen. Also diese Details und diese Detailversessenheit, das ist eigentlich das, was Ronaldo auszeichnet und hat ihn auch dahin gebracht. Und ich finde, jetzt in der Wahrnehmung ist er inzwischen, und das zeigen ja auch die Follower, schon über Messi, obwohl ich immer noch sage, der andere, der hat es einfach geerbt und der andere hat es erarbeitet. Mhm. Bei Anekdoten, da würde ich gerne anknüpfen, da gibt es ja so eine Anekdote, seit der Rückkehr zu Menu schauen also alle immer, was er auf dem Teller hat, denn freitags gibt es dort ausnahmsweise was Süßes, also Dessert, aber seit seiner Rückkehr, wie gesagt, wird es sich jetzt verkniffen. Keiner traut sich das mehr und schaut also, was bei Ronaldo auf dem Teller ist. Ist das schon irgendwie übertrieben oder ist das eben genau der Preis, den ich für so einen Erfolg zahlen muss, Herr Nister? Ja, ich glaube, wie der Christian gesagt hat, der Cristiano ist ein versessener Arbeiter, akribisch, Perfektionist und erwartet es auch im Mannschaftssport von allen um sich herum, vom Trainerteam bis zu seinen Mannschaftskollegen. Deswegen die Geschichte ist natürlich, glaube ich, ein bisschen größer gemacht worden, als sie wahrscheinlich in echt war. Aber als Marketeer ist das natürlich genau das, was wir haben wollen. Echte Geschichten, aus denen man was machen kann, die man weitererzählen kann, die Marke ja schärfen. Deswegen war das natürlich ein Glücksfall und ich weiß nicht, ob die jetzt alle auf ihr Dessert verzichten oder das heimlich essen, aber die Geschichte ist natürlich super und jeder glaubt sie, weil der Cristiano als Marke und als Mensch eben dafür steht, akribisch zu arbeiten und Perfektionismus zu erwarten von sich und anderen. Also sagen wir so, Toni Kroos war ja mal in Madrid bei ihm zum Mittagessen eingeladen, hat gesagt, du, war super, aber zum Essen gehe ich nicht nochmal vorbei. Wollte ich gerade ergänzen, Patrice Evra hat die gleiche Geschichte bei United erzählt, hat gesagt, geh bloß nicht, wenn der dich einlädt zum Essen, es gab irgendwie Hühnchen und ein Wasser, ein Salat und dann dachte er, kommt noch was. Stattdessen hat Ronaldo gesagt, so und jetzt trainieren wir noch ein bisschen. Danach haben sie Bälle jongliert, danach haben sie noch ein bisschen Passtraining gemacht, danach musste er noch schwimmen gehen. Er hat gesagt, er war so fertig, er würde nie wieder hingehen. Also ganz flauschig. Herr Kurseke, kann man sagen, dass ein Ronaldo für andere Spieler oder die vielleicht dahin wollen, als Role Model gilt? Ja, es ist natürlich immer schwer zu sagen. Ne? Viele Spieler sagen vielleicht auch, ach Gott, der ist mir viel zu glatt. Andere sagen, aber der ist mir zu versessen. Das muss jeder für sich selber rausfinden. Und ist ja auch zum Glück so, dass nicht jeder Sportler eine Marke werden möchte. Ich tue mich da immer schwer mit zu sagen, ein Mensch wird eine Marke, sondern ich finde, ein Mensch wird eine besondere Persönlichkeit durch die Leistung, die er jetzt im Sport oder in der Musik, in der Schauspielerei, was auch immer bringt. Und andere Marken versuchen sich mit seinen Persönlichkeitsattributen zu verbinden, um eine höhere Bekanntheit zu bekommen oder mehr Sympathiepunkte zu bekommen, was auch immer. Aber ich tue mich immer schwer, also jetzt beim Ronaldo ist es vielleicht so, vielleicht auch beim Roger Federer, keine Ahnung, aber
Menschen, finde ich, sind keine Marken, sondern außergewöhnliche Persönlichkeiten. Ihnen fehlt da das Menschliche so ein bisschen. Ich würde mal gerne auf die Trainerseite kurz wechseln. Da gibt es durchaus auch menschliche Marken. Seit 16 Jahren sind Sie dabei. Einer Ihrer ersten Klienten war, wie gesagt, Jürgen Klopp. Und der sagte ja damals bei Liverpool legendär in der Pressekonferenz, I'm the normal one. Ich meine, sowas kannst du nicht lernen, oder? Da muss ich jetzt auch mal mit einer kleinen Geschichte aufwarten, nämlich ein paar Jahre vorher saßen wir im Auto und da war LeBron James gerade sehr, sehr angesagt und dann sagte Jürgen so, boah ey, das ist der Chosen One, Mourinho ist a Special One, wer bin ich eigentlich? Und dann habe ich gesagt, weiß ich nicht, du bist viel zu normal und da sagte er dann, bin ich zu normal One. Haben da aber bestimmt 5 Jahre nicht mehr drüber gesprochen. Und dann hat er das an dem Tag ausgepackt und neben mir saßen die PR- und Marketingverantwortlichen von Liverpool und sagten, okay, das ist morgen die Überschrift in jeder Zeitung. Also haben Sie es eigentlich bei Jürgen Klopp infiltriert, ähnlich wie damals bei den Bayern, Nils Samir, da sind Sie ja auch nicht so ganz unschuldig an der Geschichte. Wie wichtig ist denn Authentizität, wenn es eben darum geht, eine Marke aufzubauen? Ist das so... Da das Wort so schwer auszusprechen ist, spreche ich immer von Echtheit. Mhm. Und ich glaube, Echtheit ist so der Schlüssel zu allem. Also, und wir haben das Glück, auch bei Jürgen, der ist sowas von echt, über den gibt es keine Scheinwelt. Wir haben kein Social Media, der ist weder bei Twitter noch bei Facebook, er hat keinen Instagram-Account. Also wir sind so die Ü50-Gegenbewegung zu dem, was jetzt gerade so passiert. Und warten eben mit Echtheit auf. Also er steht echt vor den Medien, er steht echt am Rand und wenn er echt sauer ist, spürt man das auch. Und in der Zusammenarbeit mit unseren Partnern haben wir das große Glück, dass die ihn echt lassen. Also wenn wir einen Werbespot drehen, gibt es ein Treatment, ein Drehbuch. Es gibt auch eine Botschaft, die der Jürgen senden soll, aber in seinen Worten, also den Text schreiben wir doch nicht mal, der kommt aus ihm so raus, weil er weiß sich ja, da haben wir natürlich Glück, dass er so ein eloquenter Kerl ist, aber ich glaube, dass diese Echtheit das ist, was ihn ausmacht und was ihn auch so begehrt macht bei den Partnern. Echt sind bei ihm ja auch ganz klar die Emotionen, ne? Also wenn man an ihn denkt in der Coachingzone und wie er das Team irgendwie nach vorne prescht, Vollgas, Fußball, wie wichtig sind Emotionen, also daneben, dass Echtheit eine große Rolle spielt? Wenn die Emotionen echt sind, dann, wie immer im Leben, ist das gut und dann wird es ihm auch abgenommen. Wenn man jetzt versuchen würde, oh, ich muss ganz laut sein oder bin ich aber eigentlich eher ein leiser Mensch, ich glaube, dann macht es keinen Sinn. Nichtsdestotrotz wird er so oft auf Motivation reduziert. Das ist eigentlich der kleinste Teil. Also A ist ein akribischer Arbeiter, er weiß ganz genau, was er mit den Leuten, die er da zur Verfügung hat, sportlich machen muss. Und wenn er zum Beispiel in der Halbzeit korrigiert, ist das null laut, sondern auf den Punkt, klar, aber er ist da kein Rumschreier. Natürlich geht dann der Gaul mit ihm an der Linie hin und wieder mal durch, aber das sieht man ja auch, dass das ein bisschen weniger geworden ist in England. Wobei ihm das ja ganz gut steht. Herr Falk, jetzt haben wir gerade irgendwie gehört, so ein paar Parallelen. Gibt es, nehmen wir mal den Jürgen Klopp und Ronaldo, also beides akribische Arbeiter, beide sehr ehrgeizig und trotzdem so unterschiedlich. Der eine polarisiert, den anderen, den mögen wir halt echt. Ja. Ist so ein bisschen vielleicht wie mit der Bild-Zeitung. Entweder man hasst sie oder man liebt sie, polarisiert auch. Ist Polarisierung vielleicht auch so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg? Naja, für die Bild-Zeitung auf jeden Fall. Also wir legen da auch sehr, sehr viel Wert drauf. Ich bin ja öfter mit den Bayern im Gespräch und dann sage ich auch immer, geht euch nicht anders wie uns. Manche hassen euch, manche lieben euch, aber an uns kommt halt auch keiner vorbei. Und das ist wahrscheinlich schon ein Schlüssel. Wir reden heute über Marken. Ich glaube, man kann das natürlich alles ein bisschen aufweichen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man eine Marke für sich selber bilden kann, um Leute, die jetzt zum Beispiel sagen, die Bild, die würde ich jetzt nicht so lesen, aber den Reporter XY, den kenne ich von Twitter, den kenne ich von Insta und was der da macht, das gefällt mir. Und so bekommen wir natürlich Menschen und gerade die jungen Menschen, die vielleicht jetzt immer klassisch zum Kiosk gehen, dann auf unsere Plattformen. Und ich glaube, das kann schon ein Schlüssel sein. Und ich glaube, manche lesen dann unsere Beiträge, Artikel und merken ja später, dass sie bei Bild sind und denken sich, habe ich vielleicht doch eine andere Meinung gehabt. Okay, also dann doch ganz gut recherchiert. Bei Ronaldo war es ja damals so, als er zur Juve gegangen ist, innerhalb der ersten 4 Wochen gab es mal kurz 3,5 Millionen neue Follower, allein nur auf Instagram.
Aktienkurs ist um 30% gestiegen und 520.000 Trikots, ich konnte es gar nicht glauben, wurden innerhalb der ersten 24 Stunden verkauft. Mal kurz zum Vergleich, als Neymar von Barcelona zu Saint-Germain gegangen ist, da waren es am ersten Tag nur 10.000 Trikots. Ja, was funktioniert jetzt? Der eine fährt das 52-fache ein von dem, was Neymar eingefallen hat, nämlich Ronaldo. Woran liegt das, Herr Nissler? Warum hat das bei dem funktioniert und beim anderen nicht? Na, ich glaube, 10.000 Trikots an einem Tag ist es auch nicht so schlecht, wenn man das mit so normalen Tagen vergleicht. Aber nicht 520.000? Nee, natürlich nicht. Ich glaube, die Umstände waren ja andere. Das war ein bisschen lauter und mehr Chaos, wie es bei Neymar oftmals ist mit dem Wechsel. Der stand jetzt nicht nur in einem guten Licht. Dann, glaube ich, ist er im gleichen Jahr da gewechselt, als auch Mbappé schon da war. Da hat vielleicht der ein oder andere sich schon mal das Trikot gesichert. Und bei Cristiano war das natürlich mit Real Madrid im Guten. Und das war für alle in Ordnung. Und mit Sicherheit auch einige Real Madrid-Fans, die sich dann ein Juve-Trikot gekauft haben. Juve natürlich auch im E-Commerce super aufgestellt, digital schon seit Jahren. Deswegen kam da mit Sicherheit vieles zusammen, was funktioniert. Und er mit Sicherheit mit seiner Sprache und den Ländern, die er alle bespielt, dann da einfach einen relevanten Case geschaffen hat. Und bei Paris, das ist, glaube ich, einfach nicht zu vergleichen, ist einfach anders. Und ich weiß nicht, wie viele es bei Messi waren. Da waren es mit Sicherheit auch nicht so viele wie bei Cristiano, wenngleich die ja schon auf einer Ebene zu sehen sind. Kann man vielleicht auch sagen, dass ein paar Schritte vielleicht nicht konsequent genug gegangen wurden? Also wie wichtig ist so Klarheit und Orientierung, wenn es um so einen Markenaufbau geht? Ja, ich glaube, aus dem Mensch Neymar hätte man nie einen Ronaldo machen können. Das funktioniert nicht. Ich glaube, die Doku heißt auch das perfekte Chaos. Das beschreibt ihn, glaube ich, ganz gut. Das gehört halt einfach zu ihm und das eckt mit Sicherheit auch immer mal wieder an. Und ich glaube, in dem Fall gab es jetzt keinen Fan vom FC Barcelona, der sich ein Paris-Trikot gekauft hat, aus nachvollziehbaren Gründen. Das ist einfach eine andere Geschichte. Und ich glaube, bei Cristiano war das einfach gut gemacht und auch ohne große Störgeräusche, die vielleicht auch ausgeblendet werden konnten. Deswegen mit Sicherheit dann auch so erfolgreich. Ich würde mal gern über Ihre Marke sprechen. Sie haben knapp 350.000 Follower auf Twitter, fast 22.000 auf Instagram. Welche Rolle spielen bei Ihnen so soziale Netzwerke für einen Markenaufbau? Ja, das ist so ein schwieriges Thema als Journalist, weil in der Gilde, man sollte sich eigentlich nicht immer so in den Vordergrund stellen. Es geht ja um die Stars, aber ich habe es ja vorher schon gesagt, also man muss in dieser heutigen Jugendgesellschaft, wo wir haben ja vorher eine Runde gehabt, wo es um E-Sport geht, schon schauen, dass die jungen Menschen einfach auch den Fußball verfolgen. Und das war wichtig. Und da muss man sich manchmal ein bisschen, ja, ist schon mutig, dass man macht. Du kriegst natürlich auch viel auf die Mütze, gerade auf Twitter. Aber ich finde es halt ein ganz, ganz wichtiges Element, um mit den Jugendlichen da wirklich in Kontakt zu treten. Die wissen wahrscheinlich gar nicht, dass ich Christian Falk heiße. Die kennen mich meistens als Mr. True und Not True. Und ja, also man muss über seinen Schatten springen, aber ich glaube, das wird der Weg sein. Wir müssen unser Geld ja auch im Online verdienen in Zukunft und deshalb müssen wir sie auf die Plattformen bringen. Und ich kann es nur jedem raten, wie gesagt, nicht wundern, wenn es ein bisschen böse Kommentare gibt, da muss man durch. Aber wenn man die Arbeit gut macht, also du sagst es mit den Twitter-Followern, also da muss man ein bisschen was preisgeben, da muss man was riskieren. Wenn Oliver Kahn und Brazzo, die haben gemeinsam nicht so viel, natürlich nur immer dann die Statements des Vereins geben, das übernehmen die Jungen nicht, das wollen sie nicht hören, das merken die auch, die sind nicht doof. Und deshalb ist nicht echt genug. Ja, sind wir wieder bei echt, nicht echt genug. Und dann auch mal riskieren, dass es vielleicht auch mal ein bisschen, ja, einen Shitstorm gibt, aber da müssen die Journalisten in Zukunft dran. Wie ist denn das bei Sportlern? Also sind da mittlerweile, klar, sportliche Leistung, aber von gehört, ist schon irgendwie immer noch die Basis, aber wenn es da jetzt so um Verträge geht und du bist ja sehr nah immer dran, zum Beispiel bei den Bayern, spielt das eine große Rolle? Wie viele Follower habe ich da jetzt irgendwie auf Instagram? Also kann man da schon die Gehaltsschraube ein bisschen höher drehen? Sie machen auf jeden Fall einen Nebenverdienst. Natürlich sind sie durch die Clubs auch noch ein bisschen immer gebunden. Die Clubs wollen ja auch ihren Content verkaufen. Manche Vereine verdienen ja damit schon ganz gut Geld. Aber es ist dann auch so, was geben sie preis? Also man merkt ja, dass dann immer dann so ein bisschen früher, was haben wir bei Sportbild recherchiert zum Beispiel, um zu wissen, was ist in der Kabine los nach Anpfiff. Das war wirklich der Schlüssellochblick, die Geschichte. Und jetzt posten die das von selber schon. Also die Recherche ist weg. Aber sie machen dann wieder so Sachen, wo man sagt, die erzählen immer nur die halbe Geschichte. Mhm. Und da setzt es an. Also sie verraten ein bisschen was und wir gehen dann hinterher und liefern uns praktisch for free den Content, den wir wieder gegen recherchieren können. Also es hört nie auf.
Ich glaube, die Spieler, die haben natürlich Spaß dran, die wollen sich da profilieren, sie wollen auch ihre Botschaften da verkünden, aber die Fans merken halt auch, das sind immer nur die Positiven und wenn es negativ wird, dann sind die meisten ganz schweigsam. Dann wird es wieder ein bisschen schwieriger. Wie war das bei Jürgen Klopp? Mainz, Dortmund, Liverpool, ab welchem Zeitpunkt kann man so sagen, ist er eigentlich zur menschlichen Marke geworden und wie hat sich sein Werbeumfeld dadurch verändert in den Jahren? Bei Jürgen ist er ein bisschen anders. Der war ja so ein Local Hero in Mainz und ich glaube, den meisten ist er erst bekannt geworden als ein etwas anderer Fernsehexperte. Und man nannte ihn ja auch teilweise den TV-Bundestrainer. Von daher hatte er, bevor er als sehr, sehr guter Trainer wahrgenommen wurde, schon eine große Bekanntheit. Hat geholfen, auch was das Thema Vermarktung angeht, aber als er dann Dortmund-Trainer wurde, haben wir damals bewusst das TV-Engagement runtergefahren, haben auch im ersten Jahr eigentlich gar keine Werbung gemacht, weil er sich, was ich vorhin schon sagte, komplett aufs Kerngeschäft konzentrieren musste, weil auch jeder wusste, wenn er nach Mainz, wo der Fit ja hundertprozentig richtig war, zu Dortmund geht und das sollte scheitern und das hätte durchaus sein können, weil Dortmund zu der Zeit nicht gerade auch monetär top aufgestellt war und man befand sich da im Wettkampf mit vielen anderen Bundesligisten, musste er sich komplett aufs Kerngeschäft konzentrieren. Hat das sehr gut gemacht. Dann passte das natürlich auch wunderbar, sein Charakter zu den Menschen im Ruhrgebiet und insbesondere nach Dortmund. Ja, und dann mit den Erfolgen, aber man muss auch sagen, mit den Erfolgen wuchs dann auch das Interesse und der Marktwert und dann haben wir irgendwann uns hingesetzt und natürlich überlegt, welche Marken passen denn zu dir? Mhm. Also es ist ja zum einen, es ist kein Wunschkonzert, du weißt das, ne? Ab und zu möchte man unbedingt für jemanden einen Abschluss machen und nimmt dann das, was kommt. Wir saßen hier auch mal vor ein paar Jahren, da waren wir jung und brauchten das Geld für Methylan bei jeder Leistung, nee, bei jedem Einsatz Höchstleistung, so Reklame gemacht. Das war ziemlich schlecht. Und danach haben wir uns dann nochmal geruckelt und für Jürgen irgendwann festgestellt, er ist schon made in Germany und seine Partner sind durch die Bank deutsche Unternehmen. Mhm. Trotzdem ganz interessant, das haben wir gerade gesagt, also mal lehnt man vielleicht auch was ab, in anderen Fällen hofft man auf das, was irgendwie gerade kommt. Jürgen Klopp und Opel, ich glaube, das Bild hat jeder vor sich, Jürgen Klopp und Porsche funktioniert nicht. Ist jetzt schwer nach 10 Jahren Opel, aber ich glaube, dass Jürgen, wenn wir jetzt wieder beim The Normal One sind, eine Zielgruppe hat, die sehr, sehr bodenständig ist. Und wenn man ihn kennt und in seinem Privatleben, deswegen wäre Instagram auch todlangweilig, wenn man es Jürgen Klopp beim Kniffeln mit Freunden, weiß nicht, ist vielleicht nicht das, was die meisten auch kennen, die sich dann Instagram anschauen, muss man natürlich gucken, A, was sind seine Werte, Persönlichkeitswerte, passen die zu dem Unternehmen, möchte das Unternehmen diese Werte haben und am Ende ist er schon so ein Mittelständler irgendwie. Deswegen sind wir auch mit der Deutschen Vermögensberatung, mit Opel, mit Erdinger, das passt. Und da kommen wir wieder zurück zur Echtheit. Der Schlüssel ist eben, dass er nicht Hugo Boss und Daimler oder so ist, sondern andere Partner gefunden hat. Ich würde aber gerne bei Ihnen anknüpfen. Also Sie schreiben nicht nur über den FC Bayern, Sie sind auch der Bayern Insider. Da gibt es eine Kolumne im Podcast, ein Buch, gibt es jetzt auch bei Bild TV. Wie sind Sie da vorgegangen? Also strategisch hatten Sie da die Orientierung, jetzt mache ich das, das, das oder hat sich tatsächlich eins nach dem anderen einfach automatisch ergeben? Die Grundidee ging eigentlich von einem Blog aus. Ich hatte vorher schon getwittert und das war die große Fake News Debatte. Und ich habe halt festgestellt, dass die Leute über die Journalisten inzwischen schon wirklich ganz, ganz schlecht gedacht haben und dachten, okay, wie bringe ich denen jetzt mal nahe, dass da wirklich jemand ist, der jetzt da nicht nur hinterm Schreibtisch sitzt, sondern wirklich die Protagonisten kennt, der da wirklich sehr, sehr viel Zeit reinsteckt, mit denen auch spricht, also nicht eben nur von oben herab, die mit Müll beschmeißt, wenn sie schlecht spielen. Und habe dann angefangen, den Blog zu schreiben und geschrieben, Leute, es war so und so, wir haben den getroffen, wir haben den gesprochen, das können wir nicht schreiben, das können wir schreiben und die Leute einfach mal mit hinter die Kulissen genommen. Und das kam so gut an, dass man gesagt hat, das müssen wir ausweiten. Und der Name Bayern Insider ist dann tatsächlich dadurch entstanden. Und man hat gesagt, natürlich machst du den auch nicht unbedingt Freunde, weil es gibt natürlich dann viele, die sagen, wieso ist das auch gerade der jetzt der Bayern Insider und was maßt sich der an? Aber da sind wir wieder bei Marken, über das sprechen wir heute. Es ist halt einprägsam. Also ich glaube, wenn du Bayern Insider liest, weißt du sofort,
was du kriegst und ich mache das jetzt schon seit 20 Jahren und ja, dann war ich halt einfach mal so dreist. Welche Schritte sind denn nötig, wenn man sagt, ich bin schon eine erfolgreiche Marke, zum Beispiel auf dem deutschen Markt, aber dann will ich jetzt eben zur Weltmarke werden, ich möchte zu Ronaldo werden. Ja, was für Unterschiede gibt es da? Ja, ich glaube, wie Marc und Christian gesagt haben, du brauchst eigentlich immer halt Ereignisse, die echt sind, auf die du aufsetzen kannst. Du kannst es nicht erfinden, du kannst die Marke nicht irgendwie zu was machen, die der Mensch nicht ist, sondern du brauchst halt irgendeinen Anlass. Und darauf kann man aufsetzen, die Geschichten weitererzählen, mit Sicherheit auch manchmal ein bisschen überspitzen, das kann man schon alles machen. Aber ohne diesen Anlass, ohne dieses organische Ereignis funktioniert das nicht. Und ich glaube, das hilft auch oft mal, wenn das ist, wo man ein bisschen aneckt, wenn es da um Fake News geht oder weiß ich nicht, Toni Kroos hat das, glaube ich, letztens gut gemacht über das Interview nach dem Champions-League-Finale, hat das aufgenommen, hat daraus was gemacht, was Positives gemacht, natürlich auch ein bisschen angeeckt und damit, glaube ich, hat Toni Kroos sich neben seinen sportlichen Erfolgen auch einfach da gemacht in Deutschland, ist bekannter geworden, ist mehr zur Marke geworden, auch wenn das vielleicht nicht alle mögen, das Wort, aber das funktioniert. Wir erinnern uns an Per Mertesacker mit der Eistonne und Co. Diese Ereignisse, die braucht man einfach, daraus kann man was machen, da kann man Geschichten draus erzählen, dann kann man auch einen Werbespot machen, der das irgendwie aufgreift und verlängert, aber irgendwas zu erfinden, das funktioniert nicht, die Leute sind dafür zu schlau, das Leben ist transparent genug, als dass man weiß, was die Hintergründe sind und aus einem Single kann es kein Familienmenschen machen und umgekehrt, deswegen man braucht diese Anlässe und dann macht es auch Spaß, die Geschichten dazu zu erzählen, weil sie echt sind, weil sie passen und weil dann ja auch die Protagonisten sagen, da habe ich Bock drauf, das ist richtig oder die Copy schreibe ich nochmal selber, dann ist es wirklich so, wie ich es sagen würde und dann funktioniert es auch. Jetzt beratet ihr beides, also Menschen und auch Unternehmen. Was ist da schwieriger? Es kommt drauf an, würde ich sagen. Wir haben zum Glück viele Partner, die da konsequent zuhören und beratungsfähig sind. Es gibt aber auch manche, da sind irgendwie die Prozesse in Unternehmen natürlich lange und da spricht nochmal irgendjemand mit und dann wird es doch nicht datenbasiert entschieden, sondern irgendein Vorstand mag die Farbe rot lieber und dann wird es halt rot gemacht. Deswegen, es kommt auf das Setup an, aber ich glaube, wir sind in der glücklichen Lage, dass uns unsere Kunden zuhören und beratungsfähig sind und dann funktioniert das auch, aber ja, so glaube ich, kann man es ganz gut zusammenfassen. Man muss halt zuhören wollen, wenn man die Beratung einfordert. Ihr beratet viele amerikanische Menschen, echte Menschen, auch viele amerikanische Unternehmen. Was machen die anders? Sind ja häufig Vorreiter in allen Bereichen USA. Was machen die besser oder vielleicht auch schlechter als in USA und als in Europa und Deutschland zum Beispiel? Na, ich würde sagen, wir machen ja nicht so viel schlecht in Deutschland und Europa. In Amerika ist es mit Sicherheit noch professioneller, auch konsequenter, datenbasiert und eine Strategie wird festgelegt und dann auch verfolgt. Am Beispiel von Talents, glaube ich, ist es da überhaupt nicht schlimm, wenn jemand in der NFL irgendwo hinwechselt und sagt, ich möchte hier nicht für immer spielen, ich werde vielleicht in 3 Jahren woanders hingehen. In Deutschland ist es ja ein Aufschrei, sondern das Gleiche. Ein bisschen Fußballromantik ist ja manchmal nicht verkehrt, aber so ein bisschen mehr Konsequenz und datenbasiertes Arbeiten, auch die Strategie verfolgen zu wollen und dann da dran zu bleiben. Ich glaube, bei uns ist es oftmals dann in letzter Konsequenz noch ein bisschen Bauchgefühl oder jemand spricht nochmal von der Seite mit oder irgendjemand mit einem bekannten Nachnamen hat dann auch nochmal eine Meinung zu, die angehört werden muss. Das ist mit Sicherheit professioneller und einfach mehr Business und weniger Romantik und Bauchgefühl, aber ja, ich glaube, ein bisschen Fußballromantik sollten wir uns beibehalten, dann hat der Christian auch weiterhin was zu erzählen. ging vorhin um die Marke auch, CR9 gibt es bei Robert Lewandowski ja irgendwie auch, muss man sagen, der hat irgendwie auch seine eigene Marke gegründet, ist mit seiner Frau zusammen hier so das Power-Couple, durchaus erfolgreich, nicht ganz so viele Follower, aber wo könnte da zum Beispiel die Reise hingehen? Naja, ich weiß von Robert, also der hat schon ein bisschen drunter gelitten hier in Deutschland, dass einfach dieser Fokus nicht auf ihn ist, auch seine Marke, er ist Pole, deutscher Markt, in Polen funktioniert das alles. Ich glaube, bei uns wissen glaube ich die wenigsten, dass es diese Linie gibt, wenn man jetzt bei CR7 mal sieht, der macht es auch wirklich sehr, sehr offensiv. Also ich habe einen Kollegen, der ist Fotograf, der muss jedes Mal die Hose runterlassen, wenn er ihn sieht, weil er weiß, er trägt die Unterhosen, will Ronaldo immer von ihm sehen, wenn er da ist. Und bei Ronaldo, der hat es halt in Spanien geschafft und deshalb ist Lewandowski jetzt auch nach Spanien gegangen. Er möchte diese wirklich internationale Wirkung und die Pläne sind eigentlich wirklich langfristig angelegt. Also letztendlich, glaube ich, wollen die nach L.A. Und dort so ein bisschen Beckham-mäßig dann die Karriere beenden. Ein bisschen spät dran, aber er glaubt, er kann das nur auf diesem Weg und hat deshalb auch die Bundesliga verlassen. Ich habe neulich im Interview von Ihnen gelesen, da sagen Sie, Jürgen ist treu, so wie er das immer war. Wie wichtig sind denn auch Treue und Loyalität seinen Sponsoren, seinen Partnern gegenüber? Ich glaube, wenn das, ich meine,
ist jetzt kein Rocket Science. Ne? Treue ist auch im Privatleben was Schönes. Und wenn man loyal ist und Partner hat, und das sieht man ja in Jürgen, die alle mittlerweile fast über 5 Jahre dabei sind, bei Opel wird es jetzt 10 Jahre, dann gibt es ein blindes Verständnis. Man hat zu den Menschen ein enges Verhältnis, und ich glaube, das ist dann immer wieder das Wichtigste. Am Ende machen die Verträge zum Glück noch Menschen. Und wenn man mit den Menschen gut ist, dann macht man auch Verträge gerne miteinander. Und deswegen ist für mich das Thema Loyalität, Treue ein ganz, ganz großes. Und stellt sich anders dar bei Menschen, die sehr viel über Social Media Werbung machen und in viel kürzeren Zyklen denken. Wenn Unternehmen kommen und sagen, ich kaufe mir jetzt den Sportler XY mal für 3 Monate ein. Sowas machen wir halt nicht, sondern gucken immer, dass wir langfristige Verträge abschließen, weil das am besten passt. Die Liste von Verträgen und Sponsoren bei Ronaldo, die ist so lang, da können wir jetzt minutenlang irgendwie aufzählen. Er wollte weg, ja, und dann hieß es ja Dortmund und Bayern und wer nicht alles mit ihm irgendwie gesprochen hat. Schlussendlich, muss man so sagen, wollte ihn offensichtlich keiner haben. Warum? Ja, das waren 2 Komponenten. Also diese mehr, dass er mit den Trikots das alles wieder reinholt. Das haben auch seine Agenten jetzt versucht auf dem deutschen Markt nochmal. Sie haben ja mit Bayern gesprochen, sie haben sich bei Dortmund ein bisschen angebietet. Und wenn man es mal ausrechnet, also diese Trikots, die sie verkaufen, da bleiben ja wirklich 10% im Club, dann die Steuer, also ich glaube letztendlich, korrigiert mich, 6 Euro, glaube ich, bleiben da im Verein. Dann rechnen wir das hoch beim Nettogehalt von 29 Millionen jetzt bei United oder 31, wie es vorher bei Juve war, netto. Schwierig. Das andere war, beide Clubs klagen darüber, dass er die Kabine kaputt gemacht hat. Bayern hat sich da auch erkundigt, also das war, er hat den Maguire Kapitän abgesägt, Rashford gab es immer Ärger. Ich habe das mal getwittert, dann hat Rashford mich korrigiert. Jetzt vor kurzem haben sie es zugegeben, dass es genauso war. Ein Beispiel, was jetzt für Ronaldo steht, vielleicht noch, hat mir ein Spieler erzählt, Spiel gegen Southampton. Rashford passt zu Sancho, Sancho macht das Tor, alles gut, sie gewinnen. Ronaldo beleidigt. Ronaldo geht in die Kabine und sagt zu Rashford, wieso hast du mir nicht gespielt? Und das ist im Fußball einfach schwierig. Also er wollte da die Macht in der Kabine haben, weil er eben seine Marke, weil er seine Rekorde jagen will. Ich finde es ein bisschen schade, wäre ein schönes Märchen gewesen. Er geht zurück zu United, momentan steht es ein bisschen auf der Kippe. Würde der funktionieren in der Bundesliga? Also und ich höre raus, es ist schon irgendwie ein Unruhestifter, es ist jetzt in Mannschaft, also ist er nicht wirklich ein Teamplayer? Ich glaube, wenn Erfolg da ist, ist er Teamplayer. Wenn kein Erfolg da ist, ist er kein Teamplayer. Ich glaube, ein Ronaldo wird überall funktionieren, weil er einfach Weltklasse ist. Ich habe ihn zuletzt ein paar Mal spielen gesehen. Er bräuchte jetzt eine Mannschaft, die auf ihn zugeschnitten ist. Deshalb wird es jetzt bei Bayern nicht mehr funktionieren, denke ich. Bei Neapel war mal kurz Kontakt, das hätte ich mir vorstellen können. Die Idee hatte er schon übrigens vor Jahren, bevor er zu Juve gegangen ist. Hat er sich so ein bisschen vorgestellt wie Maradona. Ich hebe einen Club von der Mittelklasse und der gewinnt mit mir Titel. Mhm. Das wäre sein großer Traum gewesen. Aber selbst Neapel ist jetzt nicht wirklich ernsthaft auf ihn zugekommen, weil das Risiko, das Finanzielle, aber wie auch die Kabine inzwischen leider zu hoch ist. Mhm. Also so ein Ronaldo kann den Club durchaus auf ein anderes Level heben, auch auf ein anderes wirtschaftliches. Aber birgt es vielleicht auch ein Risiko, dass man die eigene Marke, ich nehme mal das Beispiel einfach jetzt mal die Bayern, dass man die beschädigt, kaputt macht? Also ich glaube, für die Marke sehe ich jetzt nicht das Risiko. Ich glaube, wie der Christian ist die Kabine das Thema. Das ist ja dann auch eine Altersfrage, Gehaltsstruktur, Hierarchien etc. Da möchte ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Ich glaube, für die Marke kann der jedem Club nur helfen. Mit Sicherheit wird es auch bei den Bayern einen Peak geben, was es die neuen Followerzahlen betrifft. Das ein oder andere Trikot würde er auch verkaufen. Der wirtschaftliche Case kommt auf viele Faktoren an, da glaube ich, brauchen wir jetzt nicht in die Details gehen, aber für die Marke auf jeden Fall funktioniert das und das ist auch was nachhaltig bleibt. Das haben ja andere Vereine auch schon bewiesen, dass die nicht mit Ronaldo weiterziehen, sondern der Impact bleibt schon. Letzte Frage vielleicht an alle und dann fangen wir bei Ihnen an. Was würden Sie jetzt einem Ronaldo für die letzte Phase seiner Karriere empfehlen? Also als Privatperson könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er der erste Spielertrainer in der Champions League wird und vielleicht bei einem portugiesischen Verein nochmal anheuert. Der liebt ja Rekorde und irgendwie Alleinstellungsmerkmale. Das, glaube ich, hat er bei der portugiesischen Nationalmannschaft schon mal gezeigt, dass er die Rolle einnehmen kann. Und das könnte ich mir vorstellen, wäre mit Sicherheit auch wieder ein schöner Anlass, um Geschichten zu erzählen. Herr Kruse. Ich wünsche ihm, dass er irgendwas findet, was ihm hinterher Spaß macht. Und der wird ja eine Marke bleiben, der wird im Fußball bleiben oder was auch immer, aber wäre ich jetzt eher, würde ich irgendwo hingehen, wo ich einfach nur geil kicken kann und Geld egal ist und nochmal zeigt, dass ich es drauf habe. Ja, ich glaube, die Geschichte vielleicht endet in den USA, wie bei vielen, so ein bisschen der Beckham-Effekt. Es ist ja,
wenn man die Wahlen gesehen hat, in Weltfußballerwahlen oder so, da war es ja bis jetzt sind immer nur Messi und Lewandowski kamen jetzt mal dazwischen und Ronaldo, weil die Menschen auf der Welt einfach teilweise nur noch die Marke gesehen haben und ihn gewählt haben. Und ich glaube, dass in den USA diese Marke immer noch ist und da reicht auch die Leistung noch nach wie vor. Er ist immer noch toll. Er hatte angeblich dieses biologische Alter von 25, ja. Oder ist das ein Gerücht? Ja, also Lewandowski hatte diese Werte auch immer, ich weiß nicht mehr, wo sie hingehen. Ich glaube, sie sind wirklich so fit, aber man sieht es halt, man hat es jetzt auch bei United gesehen, wenn nicht 10 Spieler für ihn spielen, wird es auf dem Niveau schwer. Das kannst du in der Top-Top-Klasse nicht mehr machen, aber wenn der eine gute Mannschaft dann da vorne drin steht, ich bin mir sicher, in der Bundesliga hätte der auch über 25, 30 Tore gemacht. Super, dann bedanke ich mich bei der Runde. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Marius Nislas, Marc Kursicke und Christian Falk, vielen Dank. Ihr Applaus. Applaus